Die haben ja ein Bild. Und das ist ja auch eine gewisse Illusion, die man erzeugt, wenn man eine Rolle spielt. Und dass Leute das lieben oder dass sie dafür irgendwie dir Anerkennung schenken oder dass sie dich mögen, ich meine, die kennen dich ja als Privatperson nicht, die mögen dich ja aufgrund dieser Rolle, ist doch schön und man sollte das denen nicht kaputt machen. Vor allem als öffentliche Person hat man auch eine Vorbildfunktion. Und das ist mir auch immer wieder bewusst, wenn ich Leute eben auf der Straße treffe, die so 14 sind und sagen so, oh mein Gott, ich habe dich bei Tanzakademie gesehen, du bist Natalie Hoffmann. Und dann ist es so, ja, okay, so, wie verhalte ich mich? Also, weil ich bin ja genauso so alt wie du irgendwie.